Wir werden eine gemeinsame Erklärung unterzeichnen und in dieser gemeinsamen Erklärung die hohe Relevanz der Arktisforschung noch mal bekräftigen, neue Fragen stellen, neue Projekte ins Leben rufen und ebenso die Arktisforschung der Zukunft gestalten. Und mir ist wichtig, dass wir da verbindliche Maßnahmen folgen lassen, denn die Arktisforschung muss in enger internationaler Zusammenarbeit kontinuierlich fortgeführt werden, wenn wir erfolgreich sein wollen. Und wir wollen Zeichen setzen. Und zwar wollen wir Zeichen setzen, indem wir deutlich machen, dass die Arktis im Grunde uns den Spiegel vorhält. Sie zeigt nämlich die ungeheure Dynamik des klimatischen Wandels und zeigt auch, sie reagiert eben sehr empfindlich auf die Veränderungen in der Welt durch den Klimawandel. Und deswegen ist es auch unsere Aufgabe mit, sie zu schützen. Interessant fand ich eben den Beitrag unserer niederländischen Kollegin, die sehr schön klar gemacht hat, dass eben die Veränderungen in der Arktis auch ganz konkrete Auswirkungen auf unsere Regionen haben. Die Niederlande liegen unter Meeresspiegel. Sie sind sofort und direkt betroffen davon. Das zeigt es sehr schön, dass es eben nicht nur darum geht, die Arktis zu schützen, sondern eben auch weltweit für uns vor gravierenden Veränderungen zu schützen. Das Zweite, was ich hier einfach auch noch mal signalisieren möchte, dass wir uns als Deutschland engagiert in einem internationalen Spitzenfeld bewegen. Wir haben herausragende Forschungseinrichtungen und modernste Infrastruktur und wir tun das gerne und aus voller Überzeugung, denn wir wissen auch, was das für uns hier in Mitteleuropa bedeutet. Und der dritte Punkt, der mir auch wichtig ist, ist, dass wir einfach auch durch diese gemeinsame Konferenz zwischen Wissenschaft und Politik zeigen, wie wichtig uns als Politik die grundlegende Wissenschaft ist, die wissenschaftliche Erkenntnis, dass wir mit unseren politischen Entscheidungen darauf aufsetzen wollen. Ich glaube, Sie wissen das genauso gut wie ich und wir sehen es auch an vielen Beiträgen, die in den Medien stattfinden, dass die Arktis momentan in einer beispiellosen Weise und in einer Geschwindigkeit ihr Gesicht verändert, wie wir es vor einigen Jahren kaum für möglich gehalten hätten. Die globale Erwärmung, es ist ja soeben der IPCC-Sonderbericht herausgekommen, der die Folgen der globalen Erwärmung noch mal klarstellt, dass sich allein die Lufttemperatur in der Arktis doppelt so schnell verändert wie im weltweiten Durchschnitt, wo das Meereis verschwindet, dass es da eben auch nicht nur darum geht, was verändert das für das Leben im Wasser, sondern auch ganz klar für das Leben an Land. Das sollte uns alle nachdenklich machen. Und dadurch sind wir natürlich eben auch hier in Deutschland, ich habe gerade Holland, Niederlande erwähnt, auch hier in Deutschland sind wir natürlich vom Anstieg des Meeresspiegels oder auch der Freisetzung von Methan in auftauenden Permafrostböden betroffen. Der einsame Eisbär ist ja so ein bisschen zum Symbolbild für den Klimawandel geworden. Und gleichzeitig scheint das Problem weiterhin ganz weit weg zu sein, wenn es darum geht, die selbst gesteckten Ziele Deutschlands, was Eindämmung des Klimawandels angeht, zu erreichen. Was bringt es, wenn die linke Hand der Bundesregierung hunderte Millionen für diese Art von Forschung ausgibt und die rechte Hand nicht in der Lage ist, das Ende der Nutzung fossiler Brennstoffe konsequent zu verfolgen? Ich würde nicht sagen, dass wir das nicht konsequent verfolgen. Natürlich ist das Ziel die Beendigung der Nutzung fossiler Brennstoffe. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, bei all dem, und das ist, glaube ich, heute auch eine gute Gelegenheit dieser Konferenz, die wir jetzt machen, auch Bewusstsein dafür zu schaffen, wo wir hinwollen und dass wir das mit den Menschen hier vor Ort gestalten müssen. Wir müssen hier in unserem Land Bewusstsein dafür schaffen, dass wir schneller werden wollen und müssen. Aber natürlich ist das insgesamt eine globale Aufgabe und dass wir hier diesen Weg gehen. Der Weg oder das Ziel ist unstreitig. Wir generieren gerade jetzt auch in unseren Kommissionen, die wir dafür eingerichtet haben, den Weg dahin. Das Ziel, was wir gemeinsam haben, ist unstreitig und wir müssen erstmal auch in der Klimaforschung genau wissen, was beispielsweise auch in der Arktis hilft. Wir schließen ja jetzt unseren Eisbrecher ins Eis ein, um quasi Daten zu bekommen aus
Dingen, die wir so nicht durch einfache Forschung generieren können. Auf der einen Seite diese Forschung weiter zu betreiben und dann auf der anderen Seite hier einen Weg zu gestalten, das schließt sich nicht aus, das bedingt einander. Aber am Ende können wir in beiden Dingen nur international erfolgreich sein. Wenn wir nur allein einen Weg gehen würden, würden wir es nicht schaffen. Deswegen ist gerade im Bereich der Forschung die internationale Zusammenarbeit wichtig, aber beispielsweise auch durch das Pariser Klimaabkommen. Auch an der Stelle ist es wichtig, dass wir uns gemeinsam auf Ziele committen.